Fraktion wird jetzt darauf antworten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Schaus, fangen wir mal an. Sie haben bei dem Thema Prostitution eine Geschichte. Sie haben 2002 ein Prostitutionsgesetz verabschiedet, was elendlich in den letzten 14 Jahren gescheitert ist. Und dass Sie hier uns vorschreiben wollen, wie wir auf den aktuellen Stand reagieren sollen, finde ich schon ziemlich frech. Ich zitiere einfach mal einen Reporter, der vor wenigen Tagen bei der Story im Ersten wahre Mädchen, die Sie sicherlich gesehen haben, weil die Situation aktuell in Deutschland beleuchtet wird, der Folgendes gesagt hat von Rise Project. Als Deutschland und die Schweiz die Prostitution legalisiert haben, war das eine gute Nachricht für die Menschenhändler. Und das ist das Ergebnis, was wir heute, 14 Jahre später, erleben. Wir haben Ausbeutung, teilweise Sklaverei, wir haben völlige Fremdbestimmung von weiten Teilen der Prostituierten. Und ich kann Ihnen Folgendes dazu sagen, und zu meinen Vorschlägen komme ich gleich. Heute sind es mittlerweile Hunderte, Tausende von Prostituierten, die in Deutschland gezwungen werden zu arbeiten. Davon mittlerweile 70-80% aus Osteuropa, die nach Deutschland gelockt werden und die aufgrund der legalen Prostitution nach Deutschland gekommen sind. Mittlerweile eine Armutsprostitution, billig, widerlich und übrigens auch gefährlich. Und deswegen haben wir als Union gemeinsam mit der SPD gesagt im Koalitionsvertrag, dieses Thema Schutz von Frauen, es geht um die Rechte der Prostituierten, aber es geht erstmal um den Schutz der Prostituierten. Das Thema ist uns wichtig und deswegen werden wir das aufnehmen. Und deswegen muss man auch mal darüber diskutieren, über wen reden wir eigentlich. Die Verhältnisse müssten Ihnen bekannt sein. Wenn nicht, sollten Sie sich informieren, wie die teilweise jungen Mädchen, in welchen Verhältnissen sie leben. Und dann geht es um die Frage, was ist unsere Aufgabe mit einem Prostituierten-Schutzgesetz? Der Staat hat sich zu kümmern um die Schwachen der Gesellschaft. Wir reden hier nicht in erster Linie über die Frauen, die Hausfrauen, die nebenbei Geld verdienen, die Studierenden, die sich ihr Studium damit finanzieren oder auch einen Escort-Service, wo man Tausende von Euro in der Nacht verdient. Wir reden hier über die Frauen, die keiner sieht. Die Ministerin Schwesig hat mal gesagt, in meinem Fokus steht die Frau, die nicht sichtbar ist. Und das ist unsere Aufgabe, die zu schützen, die keinen Schutz haben. Und das werden wir mit dem Prostituierten-Schutzgesetz auch umsetzen. Und deswegen ist es im Zusammenhang der gesamten Diskussion über die Frage Schutz von Frauen, Stärkung der Rechte von Frauen natürlich etwas, was bei uns in der Union mit klaren Zielvorgaben mit Blick auf das Prostituierten-Schutzgesetz verbunden ist. Denn wenn wir ein Gesetz machen, das haben wir ja gelernt nach Ihrem gescheiterten Prostituiertengesetz oder Prostitutionsgesetz. Wenn wir ein Gesetz machen, dann muss es Zielvorgaben erfüllen. Es hilft uns kein Gesetz, was von der Szene, von der Branche umgangen wird. Es hilft uns kein Gesetz, was weiße Salbe ist, sondern das Gesetz muss nachhaltig wirken. Und deswegen brauchen wir auch klare, verbindliche Ansagen zum Schutz der schwachen Frauen. Herr Kollege Weinberg, gestattet Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Schulz-Asch? Aber immer, gerne. Herr Kollege Weinberg, ich möchte Sie fragen nach den Ausführungen, die Sie bisher gemacht haben, warum die Bundesregierung bisher noch nicht die EU-Verordnung zum Kampf gegen Menschenhandel und Arbeitsausbeutung vollständig umgesetzt hat, die ja genau auch die prostituierten Frauen, die Sie gerade erwähnt haben und deren Leid Sie ja beschrieben haben, im Blick haben. Warum ist das noch nicht vollständig umgesetzt worden? Wir werden gemeinsam mit den Koalitionspartnern der SPD dieses wie auch die grundsätzliche Frage, die wir im Prostituierten-Schutzgesetz bearbeiten werden, die werden wir zügig umsetzen. Aber noch einmal, es gilt der Grundsatz, dass wir das, was wir machen, vernünftig und gut machen und nicht Schnellschüsse, die am Ende nicht wirken. Ich will zu dem entscheidenden Punkt kommen, der immer wieder angesprochen wird bei der Frage, was muss ein Gesetz eigentlich gewährleisten? Und Ihre Kritik war ja, Ihre Antwort auf die Situation ist ja, wir müssen die Beratung ein bisschen ausbauen und vor allen Dingen müssen wir sehen, dass Stigmatisierung verhindert wird. Da haben wir nichts gegen. Wir wollen auch keine Stigmatisierung. Wir wollen aber etwas mehr als nur Beratung. Wir wollen den Schutz dieser Personen und der ist dringend geboten. Und dann will ich zitieren in dem Zusammenhang mal eine verdeckte Ermittlerin, auch aus dem Bericht in der ARD, die da sagt, Zitat, die Mädchen müssen halt das Gefühl haben, dass sie eng betreut werden und dass wir ihre Sorge ernst nehmen. Haben sie das Gefühl, dass man ernsthafte Hilfsangebote macht, wie zum Beispiel, dass man NGOs einbindet, die eng an den Mädchen dran sind und das aufrechterhält, sagen sie aus. Und deswegen ist unser Ansatz auch, wir wollen nicht nur einmal irgendwo, dass man sich vorstellt, sondern wir wollen sehen, wie es den Mädchen geht. Und wir wollen Angebote machen, dass sie dauerhaft, nachhaltig beraten werden, auch aus dieser Szene auszusteigen. Und deswegen wird es so sein, dass wir bei gewissen Themen wie der Gesundheitsberatung
darauf achten wollen, dass wir die Mädchen dauerhaft begleiten, immer wieder beraten und immer wieder schauen, wie können wir Angebote machen, auch des Ausstieges. Und für uns gilt auch, dass wir mit der Anmeldung keine Stigmatisierung wollen. Aber wenn Sie diesen Mädchen, die nicht sichtbar sind, helfen wollen, dann müssen Sie wissen, wo halten sich diese Mädchen auf und wie können wir ihnen Schutz gewähren. Und das muss im Gesetz auch verankert bleiben oder verankert werden. Da sind wir in der Koalition in intensivsten Gesprächen, aber das ist ja das, was wir meistern. Noch einmal, bevor wir ein schlechtes Gesetz machen, Ihr Beispiel haben wir vor Augen, machen wir ein gutes Gesetz. Und wir, und das ist natürlich der Appell auch Richtung SPD, wir bemühen uns weiter in den kommenden Tagen und Wochen gemeinsam ein Gesetz vorzulegen. Denn, das sagen wir auch als Frauenpolitiker, die hier Verantwortung haben, wir können es uns nicht mehr erlauben, dass wir noch länger warten. Es muss endlich Schluss gemacht werden mit der Situation. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir mit der SPD in den nächsten Wochen zu einer Lösung kommen, denn es ist im Sinne der zu schützenden Frauen. Deswegen will ich zum Schluss auch noch mal zitieren, ein letztes Mal aus diesem Bericht, nämlich Liane, die da Folgendes sagt. Mehr Kontrolle. Eine Betroffene spricht also von mehr Kontrolle. Mehr Kontrolle, mehr Aufmerksamkeit auf Prostitution, das würde schon helfen. Wenn man in einer Nacht durch die Bordelle in Berlin geht, dann findet man schon über 100 Mädels, die das nicht machen möchten. Und genau das ist das Problem, vor dem wir stehen. Es sind mehr und mehr Menschen, die gezwungen werden. Es gibt keine Selbstbestimmung mehr. Und deswegen müssen wir das Grundelement des Schutzes als Staat, der die Schwachen zu schützen hat, wieder aufbauen. Und das machen wir mit einem Prostituierten-Schutzgesetz. Und da wird es darauf ankommen, den Schutz wirklich umzusetzen, die Rechte zu stärken, den Schutz zu stärken. Und da reichen bei allem Respekt, Frau Schaus, und schauen Sie sich die Situation in diesem Land an, das Bordell Deutschlands, so formuliert man es, da reicht es nicht aus, freundliche Beratungsangebote zu verstärken. Das machen wir auch. Aber wir haben die wirklichen Ursachen zu bekämpfen. Und das werden wir mit einem Gesetz auch machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Cornelia Möhring.